Herzlich willkommen zur Alpenversion 2022. In diesem kurzen Film stelle ich Ihnen die tollen Neuerungen im Bereich der Visualisierung vor. Neu wurde die 3D-Grafiktechnologie Vulkan in Alplan integriert. Dieses bringt uns tolle Möglichkeiten, wie zum Beispiel Effekte wie dreidimensionaler volumetrischer Nebel, Lensflare-Effekte oder Blumeffekte. Wie das alles genau funktioniert, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viele BIM-Lösungen nutzen Grafikkarten nicht im vollen Umfang. Durch die Implementierung der neuen 3D-Grafikkartentechnologie Vulkan in Alplan bieten wir eine höhere Leistung und eine ausgewogenere CPU- und GPU-Nutzung. Mit der zuschaltbaren Option erreichen wir auch hochwertige Visualisierungen und beeindruckende Nachbearbeitungseffekte wie Lensflare, Blumeffekt oder realistischen Nebel. Über die Umgebungseinstellungen schalten wir uns mal den realen volumetrischen Nebel ein. Über eine Checkbox ist das gleich erledigt und wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, wie wir das detaillieren und verfeinern können. Wir haben zum Beispiel hier einen Schieber für die Dichte, welcher wie in der Realität die Nebeldichte steuert. Sie sehen das gerade hier. Wir haben sofort weniger Blicktiefe und wir sehen auch schon ein bisschen, wie die Sonnenstrahlen auf den generierten volumetrischen Nebel reagieren. Wir können einen Detaillierungsgrad erstellen. Sie sehen dann, dass zum Beispiel an den Ästen der Bäume, dass hier die Sonnenstrahlen deutlicher abgebildet werden. Dann haben wir eine Höhe. Wir stellen das mal auf 15 Meter. So haben wir nur eine Nebelwirkung wie bei einem Bodennebel. Und Sie sehen oben etwas das Blau vom Himmel. Im Hintergrund sieht man sehr schön, wie die kugelartigen Bäume die Sonnenstrahlen abdecken und den Nebel hier als sehr dunklen Bereich erscheinen lassen. Das sieht man auch hier sehr schön, wie die Detaillierung des Nebels, des volumetrischen Nebels zum Vorschein kommt. Als nächstes schauen wir uns mal den Blumeffekt und das Lensflare an. Ich habe mir hierzu den Sonnenstand etwas mehr in den Abend hineingezogen, weil man diese Effekte dann besonders schön sieht. Ich gehe mal in die Einstellungen der Animation und wir setzen hier mal den Blumeffekt. Sie sehen, nun wird um die Sonne sein wie eine zusätzliche Corona generiert. Ich kann hier die Stärke einstellen. Seht das hier ganz schön, wenn man was hinausnimmt und wieder hineintut, das Häkchen. Und wir können zusätzlich den Linseneffekt oder das Lensflare einstellen. Und Sie sehen, hier werden nun die charakteristischen Ringe oder Kugeln erstellt, die man eben, wenn man so hoch eine Gegenlichtfotografie generiert, auch in der Realität bekommt. Sie sehen das hier ganz schön, wie der Effekt nun wirkt. Als weiteres schalten wir uns nun den volumetrischen Nebel nochmals dazu. Das gibt natürlich jetzt in diesem Fall vielleicht eine schon fast überzeichnete Darstellung. Ich nehme die Dichte etwas zurück und bekommen so eine doch recht harmonische Darstellung des volumetrischen Nebels. Sie sehen auch hier schön, wenn wir uns so gegen das Licht bewegen, wie der volumetrische Nebel zum Wirken anfängt. Aufgrund der flachen Einstrahlung der Sonne sieht man hier sehr schön, wie dieser sich mit dem Nebel darstellt. Dank der neu integrierten Vulkan-Technologie in Alplan 2022 wurden auch einige Verbesserungen für die Verdeckt- und Sketch-Darstellung erzeugt. Hier haben wir neu die Möglichkeit, dass wir Licht und Schatten mit integrieren können. Außerdem können nun alle Ansichtstypen, wie zum Beispiel hier die Verdeckberechnung oder die Sketch-Darstellung, auch für Videos genutzt werden. Viele weitere Erklärungen zu neuen tollen Features in Alplan 2022 finden Sie immer bei uns auf dem YouTube-Kanal oder unten direkt in der Videobeschreibung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Osläufen.